Das Leben schreibt die besten Geschichten, in und mit jedem von uns. Und diese dürfen Sie uns nun erzählen. Weil das auch auf unseren Alltag in der Corona-Pandemie zutrifft, macht das Evangelische Bildungswerk Oberpfalz mit verschiedenen PartnerInnen eine Ausstellung dazu. Mein Corona – Geschichten und Bilder aus dem Alltag der Corona-Pandemie. Seit dem letzten Lockdown in letztem Jahr haben wir diese Zeit sehr unterschiedlich erlebt. Die nördliche Oberpfalz war und ist sehr betroffen von der Pandemie. Da gilt es, das Ganze ethisch, geschichtlich und auch theologisch einzuordnen. Und wir wollen dabei nicht weiter auseinander, sondern näher zusammenkommen. Wir sind neugierig auf Ihre Gedanken. Schicken Sie uns Ihre Bilder, Texte, Audios, Videos oder Gegenstände. Ihre Erinnerungen und Momentaufnahmen aus dem Alltag in der Corona-Pandemie. Unabhängig von Alter oder Kreativität freuen wir uns auf diesen Beitrag. Aus dieser Sammlung wollen wir für 2022 eine Ausstellung zusammenstellen und mit Ihnen darüber ins Gespräch kommen. Begleitend soll es dazu Veranstaltungen geben, Workshops vielleicht, die es schaffen, das Ganze ethisch und geschichtlich einzuordnen, Entwicklungen klarzumachen. Gemeinsame Ideen wollen wir entwickeln, miteinander ins Gespräch kommen. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen per Post oder per Mail. Hier ein kleines Beispiel, wie so etwas aussehen könnte. Ein paar Tage vor dem Herunterfahren des öffentlichen Lebens im vergangenen Jahr, also 2020, waren wir hier in der Arbeit im Großraumbüro vom neuen Tag gesessen und plötzlich ist einer aufgestanden oder im Sitzen, weiß ich gar nicht mehr so genau. Jedenfalls hat er angefangen zu singen My Corona, also in Anlehnung an diesen Hit von The Neck von, ich glaube, 79, My Sharona. Alle haben eingestimmt, wir haben hier relativ laut gesungen, hat es vorher noch nie gegeben. Aber ja, kurz danach kam der Lockdown. Es war gefühlt der letzte Tag, an dem hier alle an ihrem Arbeitsplatz saßen und noch keiner im Homeoffice. Jetzt ist es so, dass hier fast keiner mehr ist.